Aber mindestens das Kombinationsding kann ich machen. Da. Künftiger Champion im Anmarsch. Hallo Lucan. Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Das wäre toll. Wunderbar. Ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Dankeschön. Gut so. Dankeschön. Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Danke, Lucan. Du warst sehr hilfreich. Ach, hör auf. Ich werde gleich rot. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Und bin ich doch hoffen. Du wirst bei den gekreuzten Stäben noch stärker. Wehe den anderen Duellanten. Yay. Hallo Lucan. Wird schon schief gehen. Ist die Finalrunde der gekreuzten Stäbe soweit? Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Ja, Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, recht so. Voll gemein, das werden immer mehr. Ich rote Schilde mit Schaden sauber, nee, dem Feuer sauber in Tenio. Ach, falsche Taste. Ich hab keine Zeit für Stuhl. Oh, in dieser Runde hast du es wohl ziemlich verbockt. Willst du es nochmal probieren? Nee, jetzt gehst du zu den anderen, ne? Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Bring doch, okay. Ich bin doch.
Ah, muss mal weg. Kacke. Zu knapp. Fertig schon, fertig schon. Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Du brauchst schon Heiltränke. Jetzt funktioniert das eigentlich nicht zu. Ich glaube, der ist kaputt. Der ist kaputt. Du musst ihn alleine machen, ja? Doch. So, zwischendurch ein bisschen trainieren oder so. Was für ein Sieg! Du hast das Turnier gewonnen! Ich bin nur froh, mich gut geschlagen zu haben. Und wir sind froh, so einen gnädigen Champion zu haben. Jetzt erhält die Siegerin den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Danke. Es war mir eine Ehre. Wohlverdient. Du bist eine ernstzunehmende Duellantin. Dankeschön. Nachdem wir jetzt eine eindeutige Turniersiegerin haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht? Ich habe mich lange nicht gekümmert. Ich habe keine.
Oh. Auf den Astronomieturm. Da noch so einen Schlüssel. Schlüssel. Und danach könnten wir mal einen Kräuterkundeunterricht. Wie wär's? Ich habe gehört, da freut ihr euch schon drauf. Kann ich euch doch nicht noch länger hinhalten? Das doch theoretisch schon, aber ne? Ein daedalischer Schlüssel. Wohin der wohl führt? Revelio! Da ist der Schrank. Wie bekomme ich den Schlüssel rein? Geschafft. Eine alte Münze? Vielleicht weiß Nelly mehr. Meine liebe Satyavati, du wirst dich freuen zu hören, dass ich von meinen Kontakten in Cambridge erfahren habe, dass sie sich in ihrem Verständnis der Meteoritenschauer geirrt haben. Es scheint, dass ein irischer und ein britischer Astronom beide auf der Arbeit eines italienischen Astronomen aufgebaut haben. Alles Muggel, wohlgemerkt, soweit ich weiß. Und vorschlagen, die Position des Staubs auf dem Erdumlaufbahn zu berechnen, um eine Verbindung zwischen Meteoriten und Kometen herzustellen. Genial, wirklich. Man kann sich kaum vorstellen, was sie mit einem verzauberten Teleskop anstellen könnten. Frustrierenderweise hatte ich in meiner Korrespondenz das Gefühl, dass ich weiterhin das Pseudonym aus meiner Zeit als Gentleman-Gelehrter verwenden musste. Auch wenn ich es immer noch spannend finde, eine geheime Identität zu haben, ärgert mich der Grund dafür. Ich freue mich so sehr auf unsere Reise nach Tanta Manta später in diesem Jahr. Das wird ein echtes Abenteuer. Ich vermisse dich, liebe Schwester, und hoffe, es geht dir gut. In Liebe, Suchita. Guten Tag. Okay. Was haben Sie jetzt vor? Ach ja. Kräuterkundeunterricht. Ah ne, wir wollten erst zu Nelly. Entschuldigung. Dann Kräuterkundeunterricht.
Oh. Voll hübsch. Wie wird das in meinem Zimmer? Sie tut schon wieder. Wieder mal auf Abenteuertour? Klar. Ich muss meine Noten. Galeonen und die Uniform eines Historikers. Irgendwann verstehe ich das. Eine Tür habe ich ja schon aufbekommen, aber anscheinend war die Lösung Zufall. Revelio. Skelett eines Augury. Dies ist das Skelett eines irischen Phönix oder Augury. Ein äußerst scheuer Vogel, der Regen vorhersagen kann und dessen klagende Schreie einst den Tod ankündigten. Ja, das glaube ich dir nicht. Irgendwann verstehe ich es auch. Irgendwann. Kannst du einem der deinhallischen Schlüssel folgen? Ja. Hallo Nelly. Ich konnte einen deidalischen Schlüssel ins Schloss bekommen. Großartig. Was hast du im Schrank gefunden? Eine Art merkwürdige Marke. Sieht wie ein Hausabzeichen aus. Ich wette, das öffnet Haustruhen. Ich nenne sie Haustruhen. Ich habe sie in Gryffindor gesehen und gehört. In den anderen Gemeinschaftsräumen gibt es auch welche. Halte nach ihnen Ausschau. Ich hoffe, du machst weiter. Bei so viel Mühe muss der Preis ja atemberaubend sein. Ich sollte das erledigen und die Hufflepuff-Haustruhe finden. Okay. Du warst fantastisch bei den gekreuzten Stäben. Deine Duellfähigkeiten sind beeindruckend. Danke. Guten Tag. Wir können auch einfach schneller reisen, aber da könnte man unterwegs Zeug verpassen. Zum Bleistift. Das ist voll geschmockt. Ich sehe die Zahl nicht. In der Winkelgasse hätte ich fast eine Eule gekauft. Kommt.
Erklärst du mir nochmal, wie die daedalischen Schlüssel funktionieren? Nein. Wenn du einen fliegenden Schlüssel siehst oder hörst, folge ihm zu seinem Schrank. Das Knifflige ist, ihn dann ins Schloss zu bekommen. Ich hoffe, du folgst ihm. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Falls was drin ist. Nicht, dass ich mal sehe, wie Sebastian verliert. Hummel. Da. Ach nicht. Denk. Nee, geht gar nicht. Na gut. Keiner schickt mir Eulen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine bekommen habe. Den tut hier keiner mit einem, ne? Nee. Ja, oder man guckt sich einfach das Ding hier unten an, gell? Ja, doch. Hier. Sind die Flächen oder hast du nicht gesehen?
Wie oft das von dem Strich durchgekreuzt ist. Nein, Alter. Die Zahlen, die da stehen. Mann. Oh, fuck. Revelio,